Kitab al-Tawhid ist ein Buch von Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Dieses Buch ist entweder ein Riesennutzen für eine Person oder eine Verdammnis, der nicht das Buch versteht. Ich hoffe, man versteht meine Worte. Das Buch selber ist von einem großen, edlen Gelehrten. Aber wer dieses Buch nicht versteht, so wird er wie die vielen Jugendlichen sein, die draußen jetzt herumlaufen und Takfir mit jedem und alles machen. Sogar auf Steine und Ameisen, weil sie sonst keinen anderen finden. Dieses Buch ist sehr gefährlich, wenn man nicht jemanden hat, der dieses Buch erklärt.